Ja, liebe Vogelfreunde, wir sind heute bei Norbert Schramm zu Besuch. Norbert züchtet ja nicht nur Farbkanarien und die Länkische, er züchtet halt auch schon seit vielen Jahren Gadolinen. Norbert, erzähl uns doch ein bisschen was mal über deine Gadolinenzucht. Ja, liebe Zuchtfreunde, ich habe in diesem Jahr hier in diesem Raum drei Paare Gelbbartgürlitze, also südafrikanische Gürlitze, nahe verwandt mit dem Kanarienvogel. Mir gefallen die persönlich sehr gut, weil sie, die Männchen zumindest, sehr viel Gelbanteil haben und auch sehr entsprechend singen. Mit dieser Zucht gibt es auf und nieder, wie so oft bei der Gadolinenzucht. Ich habe also Jahre gehabt mit 11 bis 15 Stück Nachzucht. Ich habe Jahre gehabt mit keiner Nachzucht. Es ist also alles dabei. In diesem Jahr ist es etwas schwierig, wie so oft oder wie im vergangenen Jahr auch schon. Eier werden gelegt, werden gut bebrütet, die Jungen schlüpfen und nach 2 Tagen werden sie rausgeworfen, nach 3 Tagen auch. Und dann geht das Spiel, der Spaß von vorne los. Ich habe also einiges versucht mit Pinkies weglassen, die sonst zur Aufzucht verwendet werden. Hat nichts genützt. Ich habe mehr Grünfutter gegeben, hat nichts genützt. Also man hat da oftmals wenig Möglichkeiten zu wissen, woran das liegt. Manchmal ist dann die nächste Brut problemlos, dass sie auf die Stange kommen. Aber wie gesagt, man steckt nicht drin und das ist das eigentlich Spannende an der ganzen Geschichte. Wie gesagt, diese Erfolge sind da oder sie sind nicht da. Norbert, wir sind jetzt draußen in deinen Freivolieren. Ich zeige mal ein bisschen rum. Das sind jetzt die Volieren, wo auch später die Jungvögel reinkommen. Hier stehen wir zum Beispiel ja vor einer Voliere mit Schwarzkopfgrünling. Norbert, sag uns doch mal ganz kurz, wo hast du denn mehr Erfolg? Im Zuchtraum, im geschlossenen Zuchtraum oder doch außerhalb in einem Freivolieren? Ja, das nimmt sich eigentlich nichts. Egal, ob die jetzt in der Freivoliere sind oder in dem Innenraum, den wir gerade besucht hatten. Ich habe da keine Unterschiede festgestellt. Die Schwierigkeiten sind innen wie außen im Prinzip die gleichen, wenn es denn Schwierigkeiten gibt. In der Außenvoliere sitzt im Moment ein Pärchen Schwarzkopfgrünfinken. Das Weibchen sitzt auf 4 Eiern. Und ich kann bloß hoffen, dass sie befruchtet sind und groß werden. Das heißt, die Zeit bringen. Das heißt, du kontrollierst gar nicht, ob die Eier befruchtet sind? Nein, ich gucke da nicht rein. Ich weiß ungefähr, wann sie gelegt haben. Ich gucke da einmal rein, um zu wissen, wie viele Eier sie haben. Daraus kann ich mir den Schlüpftermin, 13 Tage sind sie in der Regel, etwa ausrechnen. Und dann sehe ich ja unten auf dem Verjährenboden die halben Eierschalen liegen. Da weiß ich, ah, Junge sind geschlüpft. Dann gibt es entsprechendes Weichfutter und Pinkies und Löwenzahnköpfe zum Beispiel jetzt in der Zeit. Die Pinkies, sind die lebend oder sind die getrocknet? Bei mir werden aufgeteilt und gefrorene Pinkies aufgeteilt. Gibt es dann einmal am Tag und den anderen, also vormittags oder nachmittags in die andere Zeit, gibt es dann Löwenzahnköpfe, die auch sehr gern genommen werden oder anderes Grünfutter. Norbert, eine Frage und zwar, es wird bei dir zwar nicht so oft der Fall sein, wie ich das so vernommen habe, aber es gibt ja, kommt ja öfters vor, dass nach dem Beringen Junge aus den Nestern geworfen werden. Jetzt habe ich vernommen, dass du einen ganz, ganz heißen Tipp hast, wie man das umgehen kann, dass wenn die Jungen beringt sind, ja, was kann man da machen, Norbert? Ja, es wird oft gesagt, dass man die Ringe dann beklebt mit irgendwelchen Plaststreifen etc. Aber das sieht auch anders aus als das normale Bein. Deswegen gibt es einen ganz einfachen Trick. Man nimmt eine Handvoll Körnerfutter und wirft das in diesen, tut das in das Nest, ins Nest unten rein. Ja. Und so dick, dass die Beine mit dem Ring in dem Futter verschwinden. Ja. Das Futter wird nicht als Fremdkörper angesehen von den Eltern und damit ist der Ring auch nicht zu sehen und alles ist okay. Das ist ja ein ganz, ganz heißer Tipp. Vielen Dank erstmal. Dann kommen wir noch mal ganz kurz zum Futter, zu deinen Fütterungsmethoden. Neben den Pinkies gibst du was noch, Norbert? Ich gebe den Grünfinken zum Beispiel, auch allen anderen Vögeln, die ich habe, normales Kanarienfutter, wie das in der handelsüblichen Mischung so ist.
wird da und dort genommen, meistens kaum, aber man gibt es halt mit rein, damit sie die Auswahl haben. Ansonsten gibt es ein Spezialfutter, die Firma darf schon nicht verraten, während der Werbung, extra für solche Vögel vorgesehene Mischung, die recht gut genommen werden, und das war es eigentlich schon. Also da gibt es keine großen Umstände. Wenn dann die Jahreszeit fortgeschritten ist und es dann Wildsämmer reingibt, ich wohne ja nicht weit von der Elbe entfernt, dort sind also reichlich Wildkräuter da, dann gibt es die als Bündel rein und die Vögel haben was zu tun, können sich beschäftigen und naturnah ernähren. Noch eine Frage, gibst du denn bei dem Eifutter, gibst du da noch was dazu, zum Beispiel Frischei, hartgekochtes Ei oder gar nicht? Ich gebe immer ein frisch gekochtes Ei mit dazu. Ja. Und manchmal alle 2-3 Tage etwas Apfel oder etwas Grünfutter oder, wenn gar nichts da ist, einen süßen Fruchtsaft. Und ja, das war's eigentlich. Norbert, deine Volieren, wenn ich das so richtig sehe, in jeder Voliere hast du exakt nur ein Paar. Warum? Naja, die Grünfinken, ich habe ja China-Grünfinken und Schwarzkopf-Grünfinken, sind offenbar so nahe verwandt, dass man die nebeneinander in einer Voliere nicht halten kann. Ich hatte das dieses Jahr leidvoll erfahren müssen. Die Hähne haben sich durch das Trenngitter trotzdem bekämpft, ja. Sodass also ein Bärchen in die kleinere Voliere ziehen musste. Die kennen die aber, die ist vorher auch schon von denen bevölkert worden. Und die China-Grünfinken haben demzufolge eine Voliere für sich alleine. Es würde auch eine kleinere gehen, das wäre nicht das Problem, aber die ist nun mal so groß und da ist jetzt ein Paar drin und dann ist es auch okay. Ja, Norbert, die nächste Frage, die ich habe, ist, du hast ja hier die Grünlinge in den Außenvolieren. Wie ist es denn bei starken Temperaturschwankungen? Nachts wird es ja recht kalt. Gesetzt den Fall, jetzt haben wir zum Beispiel um den 19., 20. April haben wir jetzt. Was ist denn, wenn es mal nachts schon so 2-3 Grad ist und vielleicht schon Junge geschlüpft sind, stellt das ein großes Problem dar? Offenbar nicht, denn das war dieses Jahr der Fall. Die Jungen am Schlüpftag waren in der Nacht 0 Grad, war also doch bitterkalt, und am Tag waren es auch bloß 7-8 Grad. Aber es hat den Jungen offenbar überhaupt nicht geschadet. In dem Alter der Jungvögel rudern ja die Weibchen fast ununterbrochen, sodass es also da keine Nachteile gab. Ich war ein bisschen in Sorge. Aber ist alles gut gegangen, in dem Nest sind 3 Jungvögel da. Ja. Norbert, wenn wir mal hier kurz auf deine Volieren gucken, da sehen wir, du hast hier ein Doppeldraht. Es gibt ja auch Züchter, die noch nicht so erfahren sind. Was hat es denn mit dem Doppeldraht auf sich? Ja, bei uns in der Gegend gibt es Marder, gibt es Raubvögel und gibt es Hauskatzen. Und alle sind natürlich sehr interessiert an den Vögeln, die hinter dem Gitter sitzen. Und würden die Vögel verletzen, wenn sie durch Panik bedingt an das Gitter fliegen, würden sie also an den Füßen zumindest verletzt werden. Und das gilt es einzuschränken, indem man also einen doppelten Drahtverhall drum macht. So, da kommen die Vögel, kriegen natürlich trotzdem Angst, aber sie können nicht verletzt werden. Aha. Norbert, als Bodenbelag, was hast du da? Das ist gepflasterter Boden, ist also ein Betonboden drin, also aus Pflasterstein, ja. Und ist mit Spielsand, ganz normaler Spielsand belegt, der ja. Also abgekehrt wird, wenn Kot drauf ist und andere Rückstände, und ausgetauscht werden kann ohne weiteres. Okay. Ich sehe hier in dieser Voliere, da hast du ja eine Bepflanzung. Was ist denn das für eine Pflanze? Wir haben hier beim Nachbarn eine große Esche, die regelmäßig viel Samen abwirft. Ja. Und der ist hier in dieser Voliere aufgegangen. Und ich hatte angenommen, da wird nichts draus, weil die Kardeliten ja den Ruf haben, sämtliche aufkeimten Gewächse wegzubeißen und aufzufressen. Es ist bei der Esche nicht passiert. Man sieht, die treibt jetzt im Moment Blätter. Die Grünfinken interessiert es nicht, die knabbern nicht dran rum. Es wird noch ein paar Tage dauern, dann ist das hier voll grün, ohne dass die Grünfinken jemals einen Schaden an der Pflanze ausrichten. Das war auch bei Zeisigen so, die ich vorher dran gehabt habe. Also, ja, wir lassen die in Ruhe. Norbert, du hast ja deine Voliere etwas in der Mitte geteilt. Ja? Also im Prinzip, wenn das Nest dahinter ist, was hast du in der Mitte hier durchgezogen und warum, wieso?
Diese Foliare hat keinen Schutzraum, ja, wie die andere, ja, sodass also die Vögel bei Witterungsumbilden, mein Gott, ein schweres Wort, ja, hinter dieser Abtrennung dahinter fliegen können und sind dann zumindest windgeschützt. Ja, aber es ist ja so, gesetzt den Fall, dass du jetzt hier eine erfolgreiche Brut mit diesen Schwarzkopfgrünlingen machst, wie sieht es denn aus mit den Jungvögeln? Man sagt doch immer, dass die Jungvögel, besonders im Grünlingsbereich, da gibt es ja verschiedene Arten wie Schwarzkopfgrünlinge, China-Grünlinge und normale europäische Grünlinge, Malta-Grünlinge etc., dass die halt empfindlich gegen Kokzidien sind. Wie ist das denn bei dir so? Ich habe da keine negativen Erfahrungen gemacht, aber vermutlich liegt das, wie so oft, an der Besatzdichte. Ja. Also so sehr viele Jungvögel habe ich nicht und die fliegen auch mit den Kanarien zusammen, ja, und habe dort noch nie Probleme gehabt, ausgesprochen jetzt für die Grünfinken. Mir ist das bekannt, dass es dort Sorgen geben soll. Ich habe sie Gott sei Dank noch nie gehabt. Also du fütterst nichts extra, wo du sagst, dann kann ich dem aus dem Wege gehen? Nein. Gut. Ich hier sehe, oder wie wir hier sehen, hast du hier so eine Art, ja, du hast eine Tränke und darunter ist so eine Art lustiger Schornstein. Was hat es denn damit auf sich? Ja, das hat es ganz einfach damit auf sich. Man sieht ja, die Schale ist relativ groß. Und wenn ich das verbrauchte Wasser aus der Foliare tragen muss, ja, wohin damit? Ist das eine ziemlich wackelige Angelegenheit und bescherte mir öfters nasse Füße. Ja. Deswegen habe ich hier zwei Hüllbergsteine übereinander gestellt, ja, und kann das Wasser... Das alte Wasser hier reinkippen. Trick 17. Und der Foliarenboden bleibt relativ trocken. Ja. Hier unten ist eine Drainageschicht, sodass das Wasser als den Untergrund versickern kann. Ja. Nun kann ich hier Tränke sauber machen, das Wasser auffüllen und der Foliarenboden bleibt relativ trocken. Gewusst wie? Das war mein großes Problem. Hier drüben bei der kleinen Foliare kann man damit die Bäume gießen, das, ja, ist nicht das Problem, aber hier ist vollständig überdacht. Und wenn das dann hier alles nass ist, also wohin damit, das ist das große Problem gewesen. Deswegen ist mir das eingefallen und das hat sich sehr gut bewährt. Schön. Norbert, wenn du jetzt, sagen wir mal, Nachzuchten bei den China-Grünfinken, bei den Schwarzkopf-Grünfinken, vielleicht auch bei den Gelbbauch-Zeisige oder Gelbbauch-Girlitze hast, wie ist das denn mit den Nachzuchten? Angenommen, du würdest in eine Voliere machen, verstehen denn sich die Kumpels oder gibt es da Stress oder wie läuft das? Wie ist der Ablauf, wenn du die Jungvögel abgesetzt hast? Ich setze die Jungvögel ab in eine Voliere in der Regel. In dem Fall ist es die vordere. Da kommen alle zusammen rein. Ja. Die Alttiere bleiben ja noch eine Weile in ihrem Zuchtbehausung, damit auch die letzten Eier dort noch gelegt werden nach Möglichkeit. Und wenn die Zuchtperiode dann vorbei ist, trenne ich die Altvögel nach Männchen und Weibchen. Die Weibchen kommen in der Regel zu den Jungvögeln und die Hähne separat in eine Foliare dahinter. Und es tut sich dort eigentlich kaum Streitigkeiten entwickeln zwischen den Grünfinkenarten oder zwischen den Girlitzhähnen. Und die Kanarienhähne sind ja auch noch mit drin. Also das ist dann eine Herrengemeinschaft dort hinten in der Foliare und vorne sind die Jungvögel und die Weibchen. Und ich suche mir dann so im Laufe des Herbstes die jungen Hähne raus und setze dann mit zu den Althähnen zurück. Und dann gibt es eigentlich keine Sorgen. Okay. Norbert, du züchtest ja jetzt schon viele, viele Jahre lang. Was denkst du denn, wie ist denn so der Trend die letzten Jahre? Geht es mehr Richtung Farbkanalen, geht es mehr in Richtung Kardoliden oder wie denkst du so darüber? Also Kardoliden sind ja in den letzten 10 Jahren, sage ich mal, vielleicht sogar noch länger, stark im Aufwind. Ja. Kardoliden werden ja in unheimlicher Anzahl gezüchtet, mittlerweile auch fast alle Arten in Mutationsfarben. Ja. Dort ist also ein enormer Aufschwung zu verzeichnen bei den Farbenkanalen. Schätze ich mal ein, hält sich so die Waage. Ja. Da ist mal eine bestimmte Farbe vorne, also mal sind es die Feo-Kanarien, dann sind es wieder die schwarzen Kanarien. Also da gibt es gewisse Trends, die sich ab und zu mal ändern. Ja, also Kardoliden ist ein großer Aufschwung zu verzeichnen. Ist es nicht so, dass durch wirklich deutlich bessere und angepasstere Futter
Mittel, sich auch schwierige Rassen nun einfacher nachzüchten lassen? Sicherlich ist die Futtermittelindustrie mit ihren Erkenntnissen, die sie in den letzten Jahren gewonnen hat, das Ausschlaggebende, weil man muss ja den Jungvögeln das entsprechende Futter zugeben. Aber ich denke mal auch, es wird eine gewisse Auslese sein. Also die Vögel, die sich fortpflanzen, werden natürlich weiterhin zur Zucht verwendet, sodass also stabile Stämme entstehen von sehr seltenen Vögeln, wo es nur 2, 3 Nachzuchten in der ganzen Bundesrepublik gibt, wird man schwerlich einen vernünftigen Zuchtstamm aufbauen können. Ja, Norbert, vor, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, vielleicht, ich schätze mal so, vor 14, 15 Jahren gab es ja den Importstopp von ausländischen Vögeln, also diese ganzen wildgefangenen, freigefangenen Vögel, die werden nicht mehr importiert. Das heißt, wir haben ja im Prinzip jetzt meistens nur noch Nachzuchten, von denen wir dann wiederum Nachzuchten generieren. Ist das vielleicht der Schlüssel zum Erfolg, dass man jetzt schon über mehrere Generationen an Vögeln verfügt, dass man dann nicht mehr diese Importvögel hat? Das wird sicherlich eine Rolle spielen, wie ich schon sagte. Die werden ja zwangsläufigerweise, wenn keine Importe kommen, beschäftigt sich der Züchter mehr mit der Zucht. Ja. Da wurden halt immer wieder neue gekauft, um sie zu halten, um Gesang sich zu erfreuen und vielleicht auch mal zu züchten. Jetzt ist man im Prinzip gezwungen zu züchten und das hat natürlich auch entsprechende Motivation beim Züchtern hervorgerufen, sodass also dort verstärkt nach Partnern gesucht wurde und ausgetauscht wurde und so weiter und dort stabile Population in der Gefangenschaft zu halten, zu bekommen. Also ist das, oder dieser Satz, Arterhaltung durch Zucht, ist doch dann im Prinzip hier in Robba jetzt ganz, ganz groß geschrieben, oder? Eine Art kann man durch Zucht nicht erhalten, meiner Meinung nach, weil man früher oder später mit Domestikationserscheinungen zu tun hat bei diesen wildfarbenen Vögeln auch. Sie werden größer, sie werden vielleicht bunter, also ist niemals mehr der Wildtyp. Hinzu kommt, dass Unterarten oftmals nie erkannt werden und miteinander vermischt werden. Alle diese Dinge spielen eine Rolle, sodass ich also Arterhaltung durch Zucht ein guter Slogan finde, aber nicht durchführbar ist. Okay. Ja, es ist ja so, dass die Gefangenschaftspopulation, wenn sie denn stabil bei unseren Züchtern in den Verlieren leben, dafür sorgen, dass keine Wildfänge mehr importiert werden müssen. Schlicht und einfach. Also jeder nachgezüchtete Vogel ist ein Vogel wild gefangen und importiert weniger. Und das kann der Natur, dort muss sie gefangen werden, nur gut tun. Ich hatte aber da mal eine Frage. Ich bin ja oftmals im Vogelpark Walsrode. Und gut, ich meine, die haben da weniger Kadulin, die haben zwar auch. Die haben einiges an Webern da, aber die haben natürlich auch sehr viel fremdländische, seltene Vögel und oftmals lese ich da was von Welterstnachzucht etc. Ist denn nicht da wenigstens dieses Thema Arterhaltung durch Zucht großgeschrieben oder wie siehst du das? Solche Tierparks oder Vogelparks haben da eine ganz andere Aufgabe nach meiner Auffassung. Diese Einrichtungen sind prädestiniert dafür, über viele Ländergrenzen hinweg die entsprechenden Zuchtpaare zusammenzustellen, um dort tatsächlich für die Werterhalt oder für die erhaltende Art was zu tun. Also da gibt es einige positive Beispiele. Denke nur an den Bali-Star, der vom Aussterben bedroht war. Wahrscheinlich gibt es mehr in Gefangenschaft als in der freien Natur. Also da gibt es schon positive Dinge in dieser Richtung, aber für den normalen Züchter, sage ich mal normal, in dem Sinne, ich halte mal ein paar Kardoliden und ein paar Weichfresser vielleicht auch, dort ist das sicherlich nicht der Fall. Und jetzt hänge ich noch eine Frage an, dieser Bali-Star zum Beispiel, wenn du sagst, dass es in der Gefangenschaft mehr Tiere eventuell gibt als schon in der Natur, ist es denn überhaupt möglich, solche Tiere dann, wenn man genug davon hat, diese auch wieder auszuwildern oder macht das alles keinen Sinn? Ja, wenn die Lebensräume dort, wo sie ausgewildert sind, dem Ursprung entsprechen, dann mag das möglicherweise funktionieren. Ich befürchte nur, dass die Natur so geschädigt ist, dass man keine Chance hat, dort eine Wildpopulation durch Auswilderung wieder zu installieren. Also da müsste vom Umweltschutz und von der ganzen Biotop
Sache in den Heimatländern viel, viel mehr getan. Ja. Deswegen wäre es ja sonst nicht so weit gekommen, dass die Tiere vom Aussterben bedroht wären, das ist klar. Also im Prinzip, es muss erst eine starke Veränderung in der Umgebung dieser Tiere stattfinden, bevor man auf den Gedanken kommen soll, sie wieder auszuwildern. Genau, so ist es. Ja gut, Norbert. Ich danke dir für die Einblicke und ich bedanke und wir bedanken uns, dass wir uns deine Zucht mal ansehen durften, deine Karolidenzucht. Und wir bedanken uns für deine Tipps, Ratschläge etc. Und wünschen euch und dir und deiner Frau einen schönen Abend. Ja, gute Zuchterfolge. Ja, danke schön.